Ich begrüße dich, meine liebe Nicole. Sehr schön, dass wir uns wieder hier in einem kurzen Interview treffen. Freue Und mich. freue mich, dass wir uns da kurz austauschen über die momentane Zeitqualität, meine Ja. Liebe. Das ist Nicole. Mit Nicole hatte ich schon mal das Vergnügen, ein Video zu produzieren, wo wir uns untereinander ausgetauscht haben, was wir so alles sehen. Nicole ist im Seelenreinigungsbereich unterwegs, nicht wahr? Und wie ihr wisst, bin ich ja Astrologin. Ich gucke mir das aus einer anderen Perspektive an. Und ich will ganz einfach mal dir, liebe Nicole, das Wort übergeben. Was hast du momentan an Fragen und Vorstellungen, was du mit mir besprechen möchtest? Ja, liebe Bärbel, erstmal vielen lieben Dank, dass wir uns nochmal zusammengefunden haben. Und wir haben uns ja das letzte Mal schon über den Ruf der Seele unterhalten, was auf der einen Seite ist und auf der anderen Seite. Und jetzt sind mir wieder viele Dinge aufgefallen. Es drückt sehr draußen und der Ruf der Seele hat natürlich Konsequenzen. Also es ist nicht einfach so, dass die Seele einmal ruft und sich ausrichtet mit dir, in dir, sondern dass verschiedene Dinge auch von außen stattfinden. Und ich würde gerne ein paar Sachen sagen, wie das stattfindet und würde auch gerne dann der Bärbel ihr Fachwissen dazu hören, die astrologische Sichtweise, damit auch jeder so diese Zusammenhänge sieht zwischen der Energetik und der Astrologie. Ja, also was mir aufgefallen ist in meinem Umfeld und bei meinen Klienten, ist, dass es verschiedene Auswirkungen hat, was der Ruf der Seele gemacht hat. Möchtest du vorher erst noch etwas sagen, Bärbel? Sonst würde ich Nein, also ich möchte da gar nichts groß jetzt. Ich werde dann nachher darauf kurz eingehen. Ne? Sehr schön, ja. Also es ist natürlich so, dass es immer darauf ankommt, wo wer gerade steht. Die, die jetzt ganz frisch gerufen wurden, letzten Monat oder in den letzten Wochen, bei denen ist es so, dass auf einmal wie Türen zuknallen. Und es ist tatsächlich nicht so, dass eine Tür zugeht, sondern dass von heute auf morgen eine Kündigung ins Haus steht, ein Mensch verschwindet und dass man wirklich auch eine absolute Begrenzung in einem alten Bereich erhält, damit man wirklich merkt, dort geht es nicht weiter. Und es geht auch im Moment sehr um dieses Kampflos, sich mal zurücklehnen und zu schauen, was passiert, weil die meisten verbrauchen jetzt sehr viel Energie, die wollen bei dem Alten bleiben. Die Tür ist zu und versuchen immer weiter da zu gehen. Nur wichtig wäre, es zu akzeptieren, sich zurückzulehnen und zu schauen, wo zieht es mich denn jetzt wirklich hin? Was ist denn jetzt wirklich mein Bereich? Und das ist tatsächlich auf verschiedenste Art und Weisen der Fall. Bei denen, die frisch sind, ist wirklich einfach, dass die Tür zugeht, zum Beispiel die Firma geht kaputt oder die Kündigung steht auf einmal ins Haus oder es funktioniert auf einmal überhaupt nicht mehr von heute auf morgen der Arbeitsplatz. Und oder es kommt in Strudeln, Trennungen finden gerade statt. Gleichzeitig ist aber jedoch auch der Umbruch in das Neue, dass auf einmal die neuen Wege schon aufgehen und dadurch kommt der Strudel. Und ich finde es heute sehr passend. Wir haben uns vorhin schon darüber unterhalten. Ich habe heute einen Schatten. Und ich finde das so passend, dass es wirklich so diese innerlichen Schattenthemen, das eigene, jetzt aufwirft. Wo tut es denn weh? Warum gehst denn du nicht in das Neue, was sich ja so leicht und einfach anfühlt? Und tatsächlich ist es bei denen auch so, die jetzt schon etwas weiter auf ihren Weg sind und schon zum Beispiel in der Selbstständigkeit oder den Ruf gefolgt sind, dass auf einmal man richtig merkt, so, du musst jetzt da hinüber. Und wenn du nicht dahin willst, dann ist es wirklich so, dass es drückt auf einmal oder dass du gar nicht mehr in die alte Richtung schauen kannst oder zum Beispiel Menschen richtig wegbrechen und du stehst da und denkst dir, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Oder es passieren Dinge, wo du dir denkst, was soll das? Das war nie so. Warum sehe ich das jetzt erst, was hier passiert? Und es wird so richtig dir deutlich vor Augen gehalten, da ist nicht dein Weg. Das tut dir nicht gut, das ist nicht gut für dich.
bitte nimm das Leichte, geh jetzt in die andere Seite. Und man versucht das natürlich auch schmackhaft zu machen. Es gibt gerade sehr viele Synchronizitäten, also dass Dinge dann anfangen, auf einmal anders zu laufen. Es gibt diese typischen Zufälle, dass du Menschen ständig und immer wieder begegnest oder dir Wörter immer und immer wieder auffallen. Oder du eine Schlagzeile immer und immer wieder siehst, weil man einfach will, dass du darauf aufmerksam wirst, bis halt wirklich dieses Zeichen die ganze Zeit vor deiner Nase ist oder die einfangen an jetzt wirklich, die eine Tür ist zugegangen, du hast das akzeptiert, im nächsten Moment siehst du zum Beispiel nur noch Doppelzahlen. Also jedes System ist ja anders geeicht, ne, was wer als Zeichen annimmt. Viele sehen dann einfach nur noch Doppelzahlen. Oder lernen dann nur noch Menschen kennen, die mit einem bestimmten Thema ihn konfrontieren oder sie, je nachdem, also natürlich geschlechterunabhängig, über was wir reden. Und das ist alles so, was jetzt stattfindet. Also diese Auswirkung des Rufes hat gerade extreme Konsequenzen und das sind richtig, es knallt einfach. Es drückt, es knallt, man kann nicht mehr weglaufen. Wenn du etwas tust, was dem entsprechend dagegen ist, zieht es dir Energie. Dir zieht es Energie, du wirst krank, du brauchst dich nicht wundern, warum gerade alles so hart ist. Das liegt daran, dass du am Alten festhältst und trotzdem versuchst, in die andere Richtung zu gehen oder deinen Fokus einfach nicht dorthin richtest, wo er hingehen soll. So, und das sieht man definitiv in den Planeten. ganz klar, vor allen Dingen diese Woche merke ich, wie es richtig drückt. Und wir hatten es gestern schon, es gibt jetzt einen Zeitpunkt im Mai, ab dann geht so richtig die Welle los. Der Schubs, wer bis jetzt nicht drauf geachtet hat, wird nochmal geschubst und das kann dann wehtun. Ist das jetzt das Signal für mich? Ja, jetzt ein Redefluss. Ja, ich kenne das. Alles ist gut, ja. Ja, das ist tatsächlich erkenntlich. Ist mal schön, wenn man weiß, dass das auch energetisch nachvollziehbar ist. Ja, jeder Mensch reagiert ja anders. Der eine fühlt energetisch, der andere möchte das gerne mal mit aus wissenschaftlicher Sicht bewiesen haben, dass er merkt, aha, er ist nicht im falschen Film. Ja, sondern er ist tatsächlich in diesem, das ist so eine Art Strudel. Und ich hatte gestern meinen Astro-Call gehabt, wo die Leute auch drinne waren, wo wir darüber auch gesprochen haben, was jetzt ja gerade so Phase ist. Wir sind zwischen zwei Finsternissen. Ja, die zwei Finsternisse vor 14 Tagen war die Sonnenfinsternis. Jetzt ist am Freitag die Mondfinsternis und das sind auf der Achse Stier und Skorpion. Also Skorpion ist immer Transformation ohne Ende, ja. Und da auch die Mondfinsternis, also dort der Mond dann drin ist und die Finsternis, also verbindet sich ja auch immer mit dem Mondknoten. Das ist ja die Seelenentwicklungsaufgabe unserer Gesellschaft generell, wenn es um die großen globalen Themen geht. Dann betrifft das auch die Gemeinschaft. Das heißt also, da sind größere Prozesse auf gesellschaftlicher Ebene schon mal im Feld. Das ist automatisch so, dass das die meisten Menschen spüren werden, jeder auf seine Weise, ja. Und zwischen zwei Finsternissen ist einmal, ja, einmal bei der Sonnenfinsternis immer so eine Beginnenergie, ist ja auch der Neumond dabei. Da geht es in irgendeinen Neuanfang oder man ist strukturiert und will was Neues, ist aber noch nicht richtig klar, möchte starten und zwischen diesen zwei Finsternissen funktioniert es so nicht richtig, weil dazwischen, das ist der Beginn, da läuft etwas an in den 14 Tagen und am Mondfinsternis-Moment kann man ein Resümee ziehen. Da schließt sich etwas ab, auch aus alten Zeiten. Es schließt sich etwas ab, beendet sich etwas. Und das kann natürlich während dieser Zeit massives Chaos verursachen. Ja. Und genau in diesem Punkt sind wir ja drin. Wir haben ja natürlich verschiedene Energiefelder, verschiedene Planetenkonstellationen, die das auch noch zusätzlich bekräftigen. Und dann haben wir den Neustart oder diese segensreiche Energie, die dann ab dem 15. Mai losgeht, ab dem 16. Mai, also ab dem 16. Mai losgeht. Das ist der Jupiter, der in den Stier geht, wo uns wirklich sehr, sehr viel Segen kommt, sehr viele Möglichkeiten, sehr viel Hoffnung, Kraftschübe.
Also ich will das jetzt nicht total ausbauen, was da alles dahinter steckt. Dafür habe ich extra nochmal ein Video produziert. Aber wir haben auch den Zeitfaktor, dass der rückläufige Merkur dann weg ist. Jetzt haben wir gerade rückläufigen Merkur und wie viele wissen, was das bedeutet? Da funktioniert vieles nicht so. Und dann rückläufig Merkur heißt Gedanken und ne, Muster gehen nach innen. Auch Geschäftsthemen werden nicht so nach außen projiziert, sondern laufen erstmal innen ab. Was passiert denn? Dann räume ich mich nochmal auf, tue ich es nochmal überprüfen, tue ich es nochmal die Planung mal genau durchgehen, ja, um Termine zu setzen, wann sollen denn die laufen. Das ist alles auch innerhalb dieser Finsternis, da kann ich eigentlich nur sagen, ist man besser dran, wenn man alles nochmal auf den Prüfstand holt und Genau. dann startet. Und das kann natürlich chaotisch sein, weil der Druck innen ist, ich möchte jetzt. Der Uranus steht, der Uranus unserer Revolution, der steht in Spannung, steht in Harmonie, nicht in Spannung, in Harmonie mit Mars. Und Mars und Uranus, das ist Pulver, das ist, ich will raus, ja. Und jetzt das steht da drinnen in dir, oh, kann ich schon, traue ich mich. Und es passiert in jedem. So, und Genau. das ist diese Orientierung, wie du es gerade gezeigt hast, wo will ich denn das eigentlich hin, wo geht es denn lang? Und dann kommt die Seele, pass auf, das ist jetzt dran, das ist jetzt Fokus und dort soll es hingehen. Und Stabilität wird gefordert, weil alles im Stier, das heißt Sammlung ist gefordert. Bleibe bei dir, komme zu dir, komm in die Ruhe, lass erstmal den Geist arbeiten und pragmatisch denken. Stier, Merkur, pragmatisch denken, was ist jetzt richtig? Was will mein Herz? Was ist meine Liebe? Ja, Stier ist Liebe, Stier ist Harmonie, Stier ist Schönheit und so weiter. Aber natürlich auch, wie wir das Thema immer haben hier, Besitz. Was gehört zu mir? Was darf mir gehören? Und was ist das andere? Ja, Skorpion ist immer der Besitz der anderen. Und Stier ist deins. Und hier geht's rein. Komme zu dir. Bleib bei dir. Dein Ton ist aus. Was war denn jetzt passiert? Bei dir war auf einmal die Internetverbindung, du hast ganz viele rote Balken gehabt. Habe ich überhaupt nicht gemerkt. Und wir sind im Quatschen. Aber es war nur in den letzten. Also ganz, ganz komisch. Es war, Ja, ja, also wir haben natürlich. was jetzt? Jetzt ist natürlich die Aufzeichnung weg. Aber ist egal, wir machen einfach weiter, mal sehen. Ja, nimmst du gerade weiter? Ach, du nimmst immer noch auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder eingeschalten ist oder ob das jetzt zwei Aufnahmen sind. Das ist natürlich blöd. Ach so. Da hat irgendwas Ja, da funkt was dazwischen, aber das ist ja gar nicht so schlimm, ne? Das passt heute zu dem Tag. Da funkt nämlich immer was heute dazwischen, überhaupt die ganze Woche. Nämlich immer funkt es dazwischen, wenn ein Thema von dir dazwischen liegt. Weil es ist natürlich so, wenn der Ruf der Seele stattfindet und es das Alte schließt und das Neue beginnt, dann ist das Alte so, wenn das beendet wird. Denkt man natürlich, es liegt an einem selber. Kommt zum Beispiel das innere Kind-Thema, ich bin nicht gut genug. Das ist gerade sehr aktiv im Feld, also bei ganz, ganz vielen. Es ist ja gerade sehr ein Hauptthema. Dabei schließt sich das Feld ja quasi nur, damit sich das Neue öffnen kann. Jetzt ist natürlich trotzdem das, es passieren ja immer mehrere Ebenen, dass man sich anschaut, es tut weh, es zwickt, ich fühle mich nicht gut genug. Woher kommt das? Wo tut es denn weh? Und gleichzeitig ist natürlich so dieses Neue. Und ich kann bei jedem sagen, das Neue, was da ist, man sieht es, es fühlt sich leicht an und dann geht man auf dem Weg dahin und dann bekommt man Beklemmungen, weil die Ängste. Oh mein Gott, da ist das Neue, was ruft, was zu einem gehört. Jedoch hat man so schlechte Erfahrungen, die Ängste aus der Vergangenheit steht einem im Weg, was einen auch dazu zwingt, sich jetzt das noch anzuschauen, damit das Neue überhaupt kommen kann. Wie merkt man, was das Neue ist? Indem man tatsächlich mal in sich reinatmet, wenn sich so das Alte schließt, man spürt dann das Alte, das ist so wie null Emotion, ne? Also es ist einfach weg. Keine Resonanz mehr, keine Antwort mehr. Und das Neue fühlt sich leicht an, wenn man da hinschaut, wenn man das hat. Nur wenn man dann mal dran denkt, diesen Weg dahin zu gehen, dann wird es anfangen, dass viele eventuell ums Herzchen Beklemmungen bekommen
oder es im Bauch, im Solarplexus zwickt oder es die Kehle zuschnürt. Und wenn man dann mal schaut, warum das denn so ist, also sich wirklich mal reflektieren, wo ist denn das Problem, dass ich da hinkomme, was sich so gut anfühlt, was quasi so perfekt ist, ein Geschenk vom Himmel gerade, dann wird man merken, okay, da ist noch was. Da ist noch was aus dem Leben, was bis jetzt stattgefunden hat, was jetzt alles tatsächlich gehen kann. Und tatsächlich ist es bei vielen, die schon sehr weit in der Reflexion sind, jetzt sind es tiefe Urthemen, Urwunden, die so tief in unserem System sitzen, sich verwurzelt haben in den Zellen, dass sie sich jetzt noch mal zeigen, obwohl man vielleicht die ganze Zeit dachte, man ist bereit für etwas, man möchte vielleicht sogar dahin oder wusste, dass es kommt, oder man hat sich's gewünscht. Viele manifestieren sich ja viel, tun ihre Wunschzettel aufschreiben oder ihre Dreamboards, und jedoch steht ja gerne noch etwas dazwischen, und manche wundern sich, warum das überhaupt nicht kommt. Und wenn man sich da mal in sich reinfühlt, wenn das tatsächlich da wäre, also wirklich sich das realisiert, wird man merken, man ist vielleicht noch gar nicht in der Lage dazu, weil einfach die ein oder andere Angst, das ein oder andere Thema noch dazwischen liegt. Darf ich dich mal unterbrechen, Mensch? Ja, sehr, sehr gerne. Ich muss gucken, siehst du das auch bei dir im Hintergrund, dass da Schatten, weiter Schatten hochkommt? Hinter dir, auf beiden Seiten jetzt? Das ist sehr speziell, ne? Also wir sehen Ja. ja, es gibt immer keine Zufälle. Alles ist Energie. Ja, sieht ein bisschen so aus, sieht ein bisschen so aus, als hätte ich Flügel oder sowas. Ist Das total ist schräg. knapp. Aber das ist eben halt zweischneidig, ne? Das heißt, mal Ja. ist mal hell und mal dunkel, ist schon spannend. Ja, wir wollen hier nicht abdriften und irgendwelche, dass die Leute denken, das ist ja spooky oder sowas. Nee, Nein, aber die es gibt so Leute. keine Zufälle. Es sind so Synchronizitäten. Wir reden davon, dass das Alte geht, dadurch jedoch Schattenthemen aufgerufen werden, wir in das Neue wollen, was sich so lichtvoll, so gut anfühlt. Jedoch sind die Schatten das, was quasi das Licht noch überschattet. Und also dieses Gute, dieses Schöne, dieses Tolle, was zu dir kommen kann. Und das sind halt diese verschiedenen Themen. Und es ist tatsächlich so, dass man auch gezwungen wird, im Moment aufzuräumen, weil, wenn du für etwas die Augen verschließt, es ist egal, ob es in der Partnerschaft ist, ob es familiär ist, ob es Grenzen setzen sind, ob es in den Finanzen ist, ob im Beruf, dass du irgendwo nicht für dich einstehst, nicht guckst, was dir nicht gut tut, was dich verletzt und du das nicht sagst, dann ist es so, dass man richtig jetzt gerade drauf gestoßen wird, und es geht erst weiter, wenn du das ausgesprochen oder gelöst hast. Es geht sehr um das Wahrheitssprechen. Das Thema hatten wir gestern. Sehr die Stimme. Viele werden im Moment heiser sein, das spüren, vom Kehlkopf her die Wahrheit sprechen, auf den Punkt die Dinge bringen. Und darauf kommt es jetzt einfach drauf an. Und ich kann sagen, die, die sich dagegen wehren, also die quasi in den Rückzug gehen und sagen, nee, es quält mich, es tut mir weh, weil manche werden das als quälend empfinden, auf gewisse Punkte hinzugucken, tiefe Schmerzpunkte. Wenn du das jetzt nicht löst, dann bleibst du wie zwischen den Welten. Es entsteht Chaos. Also du bleibst wie zwischen dem Alten, was sich geschlossen hat, und dem Neuen. Also das Neue kann nicht kommen, richtig, weil du ja den Weg nicht gehen kannst. Was bedeutet, du bleibst dazwischen und es entsteht totales Chaos. Es ist ja auch so, nicht nur energetisch, sondern auch astrologisch ist ja zu sehen, dass diese ganzen Veränderungen vorprogrammiert sind. Das ist ja nun tatsächlich nachweisbar an den Planetenpositionen, wo die hinwandern. Das sind die Rhythmen und Zyklen des Lebens, die kommen. Da kann man hin und her rütteln und schütteln und sagen, ich bin nicht dabei, so als ob Weihnachten ist nicht, ich gehe nicht hin, so nach dem Motto, kommt trotzdem. Verstehst? Es kommt. Und da gehen alle großen Global Player, also die großen Planetenenergien im astrologischen Bereich, das ist ja Uranus, Neptun und Pluto. Pluto ist ja schon vorangegangen, gehen alle in die Luft- und Feuerzeichen. Das heißt also, es wird eine unglaublich bewegliche Energie geben. Und da muss man einfach lernen, sich zu sammeln, also bei sich zu sein, um mit der Beweglichkeit umzugehen. Ja? Dann abheben oder wie ein Adler eben halt seine Flügel ausbreiten und
mit dieser Energie oder die Energie zu nutzen, um da zu gleiten, in der Bewegung zu bleiben. Also das ist ein großes Sichtfeld. Es wird viel, viel mehr sichtbar werden. Das ist ja klar, je höher du dich abhebst, umso mehr kannst du sehen. So, also wir sollen aber trotzdem noch, wir sind ja hier auf Erden, wir leben auf Erden, aber wir haben natürlich die Chance, in ganz andere Dimensionen zu schauen. Und das zu verkraften und das auch zu verstehen, dass es doch ganz andere Ebenen gibt, die wir jetzt kennen. Das wird eine spannende Geschichte. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Können wir uns auch darauf freuen, aber wir müssen uns lernen, das Thema hineinzubewegen und die Bereitschaft zu zeigen, ja. Ja, und vor allen Dingen sich auch selbst zu vergeben, weil es werden viele blinde Flecken jetzt im Moment fallen. Also die, die etwas klarer sind von den Energien her. Bei manchen wird das nicht funktionieren, die sind einfach in dem Strudel ihrer alten Energien. Und bei manchen wird es so sein, dass tatsächlich wie Schleier fallen und einem bewusst wird, wo man sich auch Chancen vertan hat oder wo es hätte schon mal auf diesem Weg gehen können. Und da ist es wichtig, sich zu verzeihen, das loszulassen und die neue Chance zu nutzen. Und dass immer diese Themen immer wieder aufploppen, so wie es man ins Astrologischen sieht, ist tatsächlich so. Und es liegt jetzt an dir, ob du jetzt das wegräumst und dann das Neue kommt oder ob im nächsten Zyklus immer wieder das neue Thema angestoßen wird. Also immer wieder das alte Thema angestoßen wird, damit du ins Neue gehen kannst. Ich sage immer, dann drehst du eine Ehrenrunde. Das ist so mein Liebling. Guck dir das Thema an oder in einem halben Jahr im neuen Zyklus ist dann wieder dasselbe Thema zuerst, wenn du nicht vorwärts gehst. Das ist richtig. Ja, meine liebe Nicole, das sind eigentlich so die Hauptthemen, die wir jetzt im Grunde genommen kurz mal anschneiden wollten. Wir sind doch länger geworden wie geplant, aber es ist nicht schlimm, es ist alles in Ordnung. Jetzt werden wir einfach mal sehen, wer sich das anhört. Entweder haben wir jetzt zwei Videos, dann tue ich alle beide Videos Genau, reinstellen. Teil 1 und Teil 2. Bei eins und Teil 2, also es ist zwischendurch da zusammengebrochen hier, aber rückläufiger Merkur. Sag ich immer, muss man irgendwas dran sein. Auf jeden Fall denke ich, sollte die Information mal so rausgegangen sein für die Leute. Und wer zum Beispiel da mehr wissen will, entweder Nicole mit ihrer Seelenreinigung mal anfragen möchte, per E-Mail kannst du das tun. Bei mir wisst ihr, ja, ich habe meine Webseite www.barbe-roll.de und es wird auch in der Beschreibung unten nochmal drin sein, wie ihr Kontakt aufnehmen könnt, zu welchen Gesprächen, Beratungen oder Informationen auch immer, einfach Kontakt aufnehmen. So, meine liebe Nicole, du noch einen letzten Impuls. Was Ja, denkst ich bin gespannt, welches Video wer sieht. Es ist kein Zufall, wenn es Video 1 und Video 2 gibt. Es gibt zwei unterschiedliche Informationsgruppen tatsächlich. Und bin gespannt, wer was sieht, für wen was gedacht ist. Und ja, durchhalten, zurücklehnen, immer mal zwischendurch, innerlich einen Tee trinken und die Welt arbeiten lassen und schauen, was passiert, ist immer mein Hinweis. Vor allen Dingen in der jetzigen Zeit, so verschwendet man weniger Energie an Dinge, die nicht mehr sein sollen und sind und auch nicht mehr sind tatsächlich. Richtig. So, ich wünsche euch von Herzen nur das Beste. Alles klar. Nur atmen, atmen, atmen. Also, wir verabschieden uns jetzt, meine liebe Nicole. Ich danke dir ganz herzlich und für euch alle einen wunderschönen Tag und nehmt einfach an, was ihr für richtig haltet. Ganz liebe Grüße. Tschüss, macht's gut. Tschüss.